Hallo, mein Name ist Kathleen Bergmann und ich bin Ihr Lenormand Coach. Heute stelle ich Ihnen eine einzigartige und niegelnagelneue Deutungsmethode für die große Tafel vor. Wir wenden sie auf das Thema Liebe und Beziehung an und werden damit zwei ganz große Emotionen ergründen. Ich würde sagen, die beiden Emotionen sind die Grundpfeiler der Psychologie und auch die Grundpfeiler jeder Beziehung. Es handelt sich nämlich um Wünsche und Ängste. Ja, wo kann man diese beiden Emotionen normalerweise im Kartenbild finden? Da wird es nämlich schon schwierig. Man könnte sich jetzt an Karten orientieren, die das Thema aufgreifen. Nehmen wir mal die Sterne. Die Sterne symbolisieren auch Wünsche. Ja gut, da könnte man jetzt so ein bisschen drumherum gucken, aber ganz ehrlich, ist das nicht ein bisschen zu vage? Wollen wir es nicht präziser haben? Vor allem, wollen wir nicht auch diese Wünsche oder diese Ängste auf die Person beziehen können? Nämlich darum geht es ja, dass wir uns ansehen können, was ist denn der Wunsch der Ratsuchenden im Hinblick auf diese Beziehung mit dem Herrn? Und was sind zum Beispiel seine Befürchtungen, seine Zweifel? Nur seine eigenen. Das kann ja bei jedem unterschiedlich sein. Und mit den bisherigen Herangehensweisen konnten wir das nicht wirklich filtern und nicht wirklich eindeutig zuordnen. Das ergab also ein riesen Deutungsproblem, was schwer lösbar war. Und ich bin immer für Eindeutigkeit. Das heißt, ich möchte dafür sorgen, dass die Informationen, die ich hier aus dem Kartenbild herausarbeite, so prägnant wie möglich sind, Punkt 1, und Punkt 2, so verlässlich wie möglich. Und da muss man manchmal neue Blickwinkel aufsetzen. Wir gehen also heute mit der Lupe heran und suchen uns genau die Bereiche, in denen wir exakt erkennen können, was ist Ihr Wunsch, was ist sein Wunsch, was ist Ihre Angst, was ist seine Angst. Das funktioniert wirklich so einfach wie genial. Ich habe heute eine andere Ansicht als sonst gewählt. Wenn Sie mich bereits aus den anderen Videos kennen, dann wissen Sie, dass ich normalerweise eine Draufsicht benutze und Sie können mit mir direkt in die Karten schauen, während ich da herumhantiere. Das ist eigentlich alles im Live-Modus. Das ist angesichts der Komplexität unserer Legungsbeispiele, die da noch folgen werden, heute nicht möglich. Deswegen habe ich umgeschaltet und habe ein Standbild gewählt, weil es ja mehrere große Tafeln gibt. Die ändern sich auch jedes Mal und das kann ich natürlich im Live-Modus nicht jedes Mal vollführen. So, wir fangen jetzt einfach mal an und schauen uns diese große Tafel dazu an. Als erstes schauen wir uns dazu an, wo wir denn das Thema Angst bzw. das Thema Wünsche genau finden. Und dazu gibt es diese Markierungen, ja, diese eingegrenzten Bereiche. Beim Herrn, egal wo er liegt, es ist immer die Karte oben drüber und die beiden nebenan. Das heißt, wir bilden hier eine Dreierkombination. Wie Sie Dreierkombinationen generell deuten, das habe ich schon an ganz, ganz, ganz vielen Stellen und in ganz vielen Stunden erörtert hier in meinen Videos und auch auf meinem Lenormand Blog, mein kostenloses Informationsportal. Ja, und da gibt es zig Beispiele für Zweierkombinationen, für Dreierkombinationen. Die meisten von Ihnen werden das schon kennen und sind da inzwischen auch schon ganz schön fit. Und das hilft Ihnen jetzt dabei, ne? Also ich sage immer so, man muss wirklich erstmal so die Grundschule durchlaufen. Und dann kann man hier in der Masterclass, in der wir uns gerade befinden, weiter aufbauen. Gutes Training nützt. Wir wenden es nämlich hier an. Diese drei Karten werden als Dreierkombination gedeutet. Also wir deuten nicht diese Karte einzeln, also das als Wunsch, das als Wunsch, das als Wunsch. Haut nicht hin. Ja? Das heißt, wir
verknüpfen das hier zu einer sinnvollen Aussage. Und ganz wichtig, ich habe hier extra die Markierungen grün gewählt für die, also den Wunsch, und rot für die Angst. Es spiegelt sich im Grunde genommen, wenn man hier runterschaut, dann ist es auch wieder so, dass wir den Bereich bilden, einmal mit der Karte unter dem Herrn und den beiden Karten nebenan. Das ist das Grundverfahren sozusagen. Ne? Also so wenden wir dieses Werkzeug an, um die beiden Bereiche festzulegen. Alles andere drumherum interessiert uns heute gar nicht, weil wir wirklich unseren Fokus nur auf diese beiden Bereiche legen. Jetzt kommen wir einmal zur Deutung. Hier mit dem Mond geht es natürlich um Gefühle. Die Mäuse denken uns mal kurz weg. Mit dem Turm ist es immer problematisch. Da wird zum Beispiel eine, oder da findet eine emotionale Distanz statt. Da ist man sich nicht wirklich nahe. Da ist man sich nicht vertraut und da ist man emotional auch nicht besonders offen im Umgang miteinander. Das heißt, hier gibt es einfach ordentliche Barrieren, was den Gefühlsausdruck betrifft. So, die Mäuse sorgen hier dafür, dass dieser dass diese Gefühlsbarriere abgebaut wird. Und schon haben wir seinen Wunsch herausgearbeitet. Der Herr, der möchte nämlich, dass hier dieser emotionale Abstand oder auch diese emotionalen Vorbehalte, diese Ressentiments, dass man einfach nicht wirklich, nicht wirklich eng und vertraut hier mit den Gefühlen umgeht, das möchte er sozusagen verbessern. Ja? Hier möchte er eigentlich mehr Gefühl haben und mehr ins Gefühl gehen. Das ist ja ein schöner, frommer Wunsch. Ne? Sehr begrüßenswert. Jetzt gucken wir direkt auf seine Angst. Die liegt hier in diesen drei Karten begründet. Und da haben wir die Blumen, die Störche, den Klee. Mit dem Klee geht immer alles schnell. Zacki, zacki. Ja? Und er hat also Angst, dass hier sozusagen die Veränderung, wenn man jetzt wirklich zueinander findet und hier das Schöne, Gemeinsame hier miteinander teilt, ja, dass das einfach zu schnell gehen könnte. Nach dem Motto, ja, zu schön, zu schnell, das war's. Also je mehr man sich ja gefühlsmäßig öffnet und je mehr die Gefühle Fahrt aufnehmen, desto größer ist immer die Gefahr, dass das Ganze wieder crasht. Und genau das ist seine Sorge. Das sehen wir hier in diesen beiden Bereichen. Wenn wir uns jetzt mal der Dame zuwenden, dann hat sie hier eine Randposition und damit gibt es nur zwei Karten, die wir uns ansehen können. Hier fehlt einfach etwas. Das ist aber nicht so schlimm. Wir kommen mit einer Zweierkombination auch gut zurande. Ich habe sie auch deswegen hier positioniert, damit Sie einfach sehen, welche Karten hier eingefasst werden, wenn eben die Person am Rand liegt. Wir werden nachher das Beispiel auch anschauen, was ist denn, wenn die Person sich hier befindet. Oder, es wird noch so spannend, was ist, wenn sich denn eine Person direkt hier auf der Wunsch- oder der Angstebene befindet? Auch das werden wir uns anschauen. Jetzt aber erstmal hier zurück. Sie wünscht sich hier mit dem Herz und dem Fuchs, Achtung, der sich abwendet. Es gibt auch ein eigenes Video zum Thema Fuchs, wo ich den gründlich durchspreche und wo wir ihn von allen Seiten beleuchten und behandeln. Sie wünscht sich eine ehrliche, eine aufrechte oder aufrichtige Liebe, ja? Weil der Fuchs sich hier von der ganzen Geschichte abwendet und damit anzeigt, das hier ist wahrhaftig. Das ist im Grunde genommen ein super einfaches Deutungsbeispiel. Wir wollen es jetzt hier am Anfang auch noch nicht zu kompliziert machen. Blicken wir mal auf die Angst, dann sehen wir den Hund und die Wege. Ja, was ist denn hier die große Sorge? Und zwar das Warten
auf eine Entscheidung, dass es vielleicht einfach zu lange dauert, bis man sich zueinander bekennt oder bis sich das Ganze eben in eine klare Richtung entwickelt. Die Wege, das ist immer so die, ja, die Richtungsvorgabe. Und wir wissen von Hunden, jeder, der einen hat, wie unglaublich hingebungsvoll Hunde warten können. Und das ist eben halt auch ein Aspekt dieses Symbols des Hundes, das Warten. Das finden wir übrigens auch beim Baum und hier eben auch beim Hund. So, das ist Ihre Sorge. Was ist, wenn sich da keiner so richtig positioniert oder wenn man sich da nicht richtig entscheidet für einen gemeinsamen Weg, wenn es sich einfach ewig hinzieht? So, das ist eigentlich schon unser erstes Legungsbeispiel. Jetzt gehen wir auf Level 2. Da wird es einen ganz kleinen Tick komplizierter. Aber wir können ja nicht nur die einfachen Fälle durchsprechen. Wir müssen uns ja auch ansehen, wie das Ganze funktioniert, wenn es hier auch gewisse Verschränkungen gibt. Wir kommen gleich dazu. In diesem Beispiel haben wir jetzt die Dame versetzt und sie ist nach da oben gewandert. Und wir sehen hier, dass die Wunschebene fehlt. Ja, also es gibt weder 2 noch 3 Karten oben drüber, weil Randposition. Was wir uns hier alleinig betrachten können, ist eben die Ebene der Angst, der Zweifel, der Sorge, der Befürchtung. Und das umfasst hier wieder 3 Karten. Jetzt erstmal nicht irritieren lassen von der grünen Klammer. Wir konzentrieren uns nur auf die rote. Und in der enthalten sind die Routen, der Mond und die Eulen. Das also ist genau dieselbe Verfahrensweise wie vorher. Erst die Karte unten drunter ausfindig machen, ganz einfach. Dann die benachbarten Karten zur Kombination mit einklinken. Der Mond, also es geht wieder um ein Gefühlsthema, hier diese Angst betreffend. Und mit den Routen wird über diese Gefühle gesprochen. Jetzt besteht Ihre Sorge darin, dass wenn man über die Gefühle spricht, alles mal ausspricht, ja, dass das auch eben alles verändern könnte, dass es vielleicht alles ins Chaos stürzt und alles dadurch anders ist als vorher. Das kennt man ja. Ne? Solange man über etwas schweigt, fühlt man sich ja manchmal auch noch so ein bisschen in Sicherheit. Ja? Und kaum kommen dann die Gefühle zur Sprache, dann kann es eben auch ganz heftige Turbulenzen geben. Und genau das ist eben hier Ihre Angst. Wenn wir jetzt zum Herrn gehen und seine Wunschebene, diesen grünen Bereich ausfindig machen, stellen wir fest, es gibt Überschneidungen hier mit dieser Angstebene. Ja gut, was machen wir denn jetzt? Das ist im Grunde genommen gar kein Problem. Ja? Wir schauen uns einfach an, was hier das Gebilde ist. Also er hat die Eule über sich oder die Eulen, Mond und Turm neben sich. Was hier die Gemeinsamkeit darstellt, ja, also diese Schnittfläche, kommen wir gleich noch dazu, hat nämlich auch eine Bedeutung. Erstmal, bei ihm geht es hier auf der Wunschebene darum, hier wieder, es hat mit Emotionen, Gefühlen zu tun, ja, und ja, die fahren Achterbahn, rauf und runter Rollercoaster, ja, also es hat alles noch keine so richtige, es hat noch kein richtiges Fundament, das ist alles total wackelig und instabil und vielleicht auch mit den Eulen, ja, immer ein Stück weit unverbindlich, alles ist eben nicht sicher. Aber genau hier möchte der Herr mit dem Turm, das Ganze ein Stück weit hinterfragen, also diese instabile Gefühlslage hinterfragen, reflektieren und Ordnung reinbringen. Ja, er will also Ordnung schaffen, hier, was diese ganzen Gefühle angeht, er möchte Klärung in diesem Bereich. Super einfach im Grunde genommen. Er möchte dieses emotionale Chaos, ne, hier Mondeulen, beseitigen. Der Turm ist die Beseitigung. Ganz super einfach und präzise erklärt. Finden Sie nicht auch, dass das wirklich handfeste Informationen sind, die wir hier erhalten?
Jetzt gucken wir mal noch auf den gemeinsamen Bereich hier. Die Überschneidung besteht in Mond und Eulen. Also, damit können wir noch mal ein gemeinsames Thema festmachen. Ein Knackpunkt sozusagen oder auch eine Baustelle, ein Konfliktherd sind hier eben die Gefühle, die ja noch völlig ungeklärt und undefiniert sind, die eben ja rauf und runter und hin und her und Achterbahn und es ist nichts in trockenen Tüchern. Und das ist hier das Thema, die Problematik zwischen den beiden. Jetzt gehen wir mal auf seine Angstebene oder seine Befürchtung. Es muss nicht immer gleich eine tierische Angst sein. Ne? Es reicht auch schon eine Sorge aus oder ein Zweifel. Und ganz wichtig, all das beziehen wir jetzt hier wirklich nur auf die Beziehung, mit der wir uns hier in diesem Kartenbild befassen. Das betrifft jetzt nicht irgendwelche Ängste, die mit anderen Sachen zu tun haben. Nach dem Motto, kriege ich den Arbeitsvertrag? Hoffentlich kriege ich ihn. Ja? Das hat jetzt hier nichts zu tun. Wir beschäftigen uns jetzt hier ausschließlich mit einer Situation, die sich um Liebe und Beziehung dreht. Und es ist ganz, ganz wichtig, ganz elementar, dass Sie immer bei der Sache bleiben, dass Sie bei der Frage bleiben, dass Sie nicht anfangen, hier irgendwelche Sprünge in andere Bereiche zu machen und irgendwelche anderen Bezugspunkte herstellen, die thematisch gar nicht vorgesehen sind. Ne? Denn wenn wir bei Liebe und Beziehung sind, dann müssen wir auch hier, was unsere Analyse betrifft, bei diesem Thema bleiben. Das heißt, diese Ängste und Wünsche, die wir hier gespiegelt bekommen, beziehen sich wirklich alle ausschließlich auf die Verbindung zwischen den beiden, außer es ist irgendein Wunsch oder eine Angst, die vielleicht doch mit einem anderen Bereich zu tun hat, der aber dann im Wesentlichen diese Beziehung beeinflusst. Ja, zum Beispiel, dass ein Partner irgendwie Angst haben könnte, dass vielleicht irgendwie das Kind nicht mit der Situation, mit der Beziehung klarkommt, mit der neuen. Ja? Sowas würde dann natürlich schon auch sichtbar werden. Genau, also wir bleiben aber jetzt hier auch bei der Sache, schauen uns diese drei Karten an. Sense, Blumen, Störche. Mit den Blumen geht es immer um das Schöne, was man beziehungsmäßig teilt, beziehungsweise es kann auch um Dates gehen. Ja, es ist eine Karte, die ja viele Bedeutungen hat, auch viele Bedeutungen hinsichtlich Liebe und Beziehung. Wir gehen jetzt davon aus, es ist einfach hier das Schöne, was man gemeinsam teilt. Wir sprechen ja hier übrigens auch, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, von einem Anfangsstadium einer Beziehung. Ne? Also wir sprechen hier nicht von einer lange bestehenden Beziehung. Da lösen sich dann manche Probleme von selbst, beziehungsweise andere oder neue Probleme ergeben sich. Nee, wir befinden uns hier wirklich noch so auf der untersten Stufe, so kurz vor Beziehung. Ne? Also, hier mit der Sense ist immer eine Gefahr gegeben. Also, er sieht also eine Bedrohung für das Schöne, was man hier gerade miteinander aufbaut und was einen miteinander verbindet, was man miteinander teilt. Und woher kommt denn diese Gefahr oder dieser Störfaktor? Eine Sense kann ganz oft einen Störfaktor darstellen. Das kommt von außen. Wenn Sie zum Beispiel meine Lenormand Deutungshelfer besitzen, dann gucken Sie doch jetzt bitte einmal nach. Ich weiß, viele von Ihnen haben die Lenormand Deutungshelfer-Karten. Und da bei den Störchen finden Sie Bedeutungen, die ansonsten nicht ganz so üblich sind, aber die den Störchen angehören. Und da steht zum Beispiel auch sowas wie Umfeld oder Gruppe. Also das heißt, es geht um andere Menschen, ja, um das, was um einen herum ist. Und sowas kann nun mal bekanntermaßen einen starken Einfluss ausüben auf die Beziehung oder auf das, was entsteht. Da braucht es bloß, ich sag jetzt mal, irgendwelche Freundinnen geben, die versuchen, hier der Ratsuchenden den Mann auszureden. Und das könnte zum Beispiel hier genau das Thema sein. Also er hat Angst, dass von außen eben Einflüsse entstehen, die das Gemeinsame, das Geteilte, das Schöne, ja,
kaputt machen könnten oder zumindest angreifen könnten. Die Sense ist ja nicht die Karte, die alles zerstört, zumindest für mich nicht. Das spielt sich eher hier in anderen Bereichen ab, beim Sarg, beim Turm. Sondern es geht eher darum, dass dadurch dieses Miteinander leiden könnte. Ja, und manchmal können solche Einflüsse eine ganz schön massive Auswirkung haben. Gut, sei es drum, das lassen wir jetzt erst einmal so stehen und gehen zu unserem nächsten Fallbeispiel. Jetzt sind wir auf dem nächsten Level. Es wird ein bisschen komplizierter. Und hier habe ich nämlich die Personen mal eingeflochten in so eine Wunsch- oder Angstebene. Natürlich müssen wir uns ansehen, was das genau bedeutet. Das ist ganz wichtig, weil das kann ja bei Ihnen jederzeit auch vorkommen, wenn Sie das Ganze eben auch nachvollziehen, ja, in Ihren Legungen. Also, gucken wir erstmal auf den Herrn und seine Wunschebene. Da ist jetzt erst einmal noch keine Person enthalten. Worum geht es ihm oder was ist seine Intention, sein Wunsch? Es geht ihm hier wieder darum, über Gefühle zu reden. In welcher Art zeigt uns das Schiff? Nämlich frei, ungezwungen, einfach ganz, ganz locker und offen, so wie das Schiff eben ist. Ja? Da möchte er nicht, dass Gefühle hinterm Berg gehalten werden, sondern sich da emotional einfach auch mal so richtig was auf den Teller kommt. Ja? Und einfach ein offenes Gespräch über Gefühle. Jetzt aber hier, Sie sehen es, die rote Klammer umfasst die Dame mit dem Kreuz und dem Berg. Ganz einfach zu deuten, denn er hat Angst davor, dass sie einfach sehr stark, das Kreuz, ne, zeigt immer die Intensität an, sehr stark blockiert ist, der Berg. Woher auch immer diese Blockierung kommt, das alleine können uns natürlich drei Karten nicht sagen. Dafür müsste man jetzt wieder andere Aspekte anschauen, beziehungsweise manches ist ja auch schon bekannt aus der Situation heraus. Ne? Uns geht es jetzt alleine darum, dass wir hier herausfinden, darin besteht im Grunde genommen sein größtes Bedenken, dass sie so blockiert oder traumatisiert ist oder so gefangen in sich oder eben so gänzlich ohne Vertrauen, dass sie sich im Grunde genommen gar nicht wirklich öffnen kann. Also Sie sehen hier, es wird direkt Bezug genommen auf etwas, was die Dame persönlich betrifft, also ihre Blockade, das ist das, was ihm Sorge bereitet. Die Dame ist hier, vorhin hatten wir sie hier oben, ne? Und jetzt hier unten haben wir keine Ebene der Angst mehr, dafür nur eine Ebene des Wunsches. Und in diesem Wunsch ist der Herr mit drin. Was wünscht sie sich also? Hier schon mal Gespräche mit dem Herrn über Dinge, die im Verborgenen liegen oder wo sie meint, das muss jetzt endlich mal raus, das muss jetzt endlich mal zur Sprache kommen. Vielleicht hat sie eben ein Riesenvertrauensproblem und unterstellt ihm etwas oder denkt, da könnte irgendwas im Argen liegen, was er ihr verheimlicht und sie will, dass es endlich irgendwie auf den Tisch kommt, dass es aufgedeckt wird. Genau, also das ist eben ihr Ansinnen, ihr Anliegen. Und sie meint eben, hier wieder der Herr ist mit drin. Es geht also nicht um etwas, was hier gemeinsam irgendwo verdeckt wird oder wo man irgendwie gemeinsam vielleicht ein Problem hat, so das Ganze offen auszusprechen, sondern es geht ihr wirklich um seine Leichen im Keller. Ja? Das, was er verheimlichen könnte aus seiner Historie heraus. Genau, also wir wechseln jetzt gleich zum nächsten und damit auch zum letzten Fallbeispiel. Bevor wir jetzt hier den letzten Durchgang machen, versprochen, ist wirklich der letzte, möchte ich noch eines erwähnen.
Diese Deutungsmethode können Sie wirklich auf jede erdenkliche Beziehung oder Verbindung anwenden. Da sind keine Grenzen gesetzt. Das ist nicht so, dass diese Deutungsmethode nur funktioniert, wenn wir uns Liebe und Beziehung anschauen. Egal, was Sie für eine zwischenmenschliche Situation beleuchten, diese Methode wird Ihnen immer helfen, Ängste und Wünsche so präzise wie möglich zu entschlüsseln. Und das ist eben das Schöne, weil ich mag nur hier so Instrumente oder Tools, die wirklich vielseitig, ganzheitlich anwendbar sind. Das nützt mir nichts, wenn ich eine Deutungsmethode habe, die eben jetzt nur in einem Bereich funktioniert. Nein, es muss für alle gelten. Und dafür ist eben diese Methode wie geschaffen. Jetzt habe ich hier noch mal ein bisschen umgebaut und Sie sehen, Herr und Dame sind jetzt dicht beieinander. Ja, und dadurch entsteht natürlich hier auch eine neue Situation. Es ist jetzt ganz ähnlich wie in Fallbeispiel 1. Ich will jetzt Ihre Aufmerksamkeit nicht überstrapazieren, deswegen hier im Prinzip nochmal das Gleiche. Also Ihre Wunschebene haben wir in Fallbeispiel 1 uns schon angeschaut, braucht man nicht näher drauf eingehen. Wir hatten hier nur zwei Karten. Beim Herrn, der daneben liegt, haben wir schon das Glück, dass wir drei Karten vorfinden. Aber die Aussage ändert sich jetzt mit dem Schlüssel nicht gravierend. Also man kann im Prinzip wieder davon sprechen, dass er sich eine auch aufrichtige Liebe wünscht, die eben verlässlich ist, die Hand und Fuß hat. Das ist im Grunde genommen nur eine Erweiterung dessen, was wir vorher bei der Dame schon gesehen haben. Das Schöne ist aber, es handelt sich hier um einen und denselben Wunsch. Und genau deswegen habe ich diese Konstellation gewählt, um wirklich zu gucken, was ist denn, wenn es hier Deckungsgleichheiten gibt. Und hier habe ich auch nochmal den wichtigsten Punkt markiert, weil es gibt ja eine Karte, die in beiden Konstellationen, in beiden Flächen enthalten ist, nämlich das Herz. Das teilen sich die beiden. Und das hat natürlich wiederum nochmal einen besonderen Wert oder eine besondere Gewichtung, weil es eine Karte gibt, die beide gemeinsam verbindet. Und wenn das die Liebe ist, die hier den gemeinsamen Wunsch ausmacht, wow, was kann man sich denn Besseres vorstellen? Also, Sie sehen hier auch den Rahmen deswegen drumherum, weil eben gemeinsamer Schnittpunkt. Hier unten ist es ähnlich, allerdings besteht hier die Schnittfläche aus zwei Karten. Wir hatten vorher schon bei der Dame eben Hund und Wege, brauche ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Die Erweiterung findet hier beim Herrn statt, ja, wieder eine Karte unten drunter, beide nebendran, das ergibt unsere Kombination. Was ist denn jetzt sein Zweifel, seine Angst, möchte ich hier fast sogar sagen, nämlich, dass sich das Ganze nur in Richtung Freundschaft entwickelt, also eine freundschaftliche Beziehung, Friendzone, ja, wie man neudeutsch sagt. Davor hat er Schiss, ja, weil es ist ja Liebe da von beiden Seiten, sonst wäre es ja hier nicht der Wunsch, der gemeinsame, ne? Das ist ja hier miteinander verwoben und verflochten. Und sie hat eben wirklich die Angst auf, ja, vielleicht ewig auf eine Entscheidung warten zu müssen, dass sich das Ganze nicht so festlegt, ja. Und er hat aber eher die Angst, dass es irgendwie eine Friendzone abrutschen könnte. Total simpel. Hier auch wieder die beiden Karten, die beide eint. Das ist eben auch ein Stück weit wieder das Thema. Und da müssen die beiden wirklich drauf Acht geben, dass sie da vor lauter Vorsicht und vor lauter Bammel nicht den Anschluss versäumen und hier eben auch wirklich zu einem gemeinsamen Weg finden. Ne? Wir haben ja hier die Wege. Und das nicht irgendwie auseinanderdriftet oder abdriftet in den Freundschaftsbereich. Denn die Liebe ist ja sichtbar da. Also, Sie haben jetzt an diesen ganzen Fallbeispielen gesehen, wie wunderbar einfach diese Methode funktioniert, wie leicht sie sich anwenden lässt. Mit ein bisschen Übung hat man das unglaublich schnell raus und ein Riesengewinn für Ihre Deutung.
Ich bin so gespannt, wenn Sie das ausprobieren. Schreiben Sie mir doch bitte in den Kommentaren von Ihren Erfahrungen, die Sie damit gemacht haben. Berichten Sie mir, ich antworte gerne drauf. Und es wird mehr von diesen Videos geben, wo wir uns ganz neuen Tools zuwenden. Ich liebe es, mit Erweiterungen zu arbeiten, mit Ergänzungen. Ich möchte einfach immer noch mehr aus dem Kartenbild herausholen, als das, was bisher möglich war. Und übrigens funktioniert das Ganze natürlich auch, wenn Sie hier, das ist das Epic Lenormand, was Sie hier vollständig abgebildet sehen, wenn Sie die Zusatzkarten zu diesem Epic Lenormand hier auch mit einflechten und diese ganze Tafel mit den Zusatzkarten legen. Dafür gibt es übrigens auch ein Video, in dem ich eine komplette Tafel mit Eingliederung der Zusatzkarten verwende. Ja, die schaut dann hier genauso aus, nur dass wir sie eben mit diesen wunderbaren, auch sehr prägnanten Zusatzkarten gelegt haben und auch über das Thema Liebe und Beziehung und Fremdgehen sprechen. Schauen Sie ruhig mal in das Video ein. Das wird Sie ganz bestimmt auch interessieren, weil wir da eben alle klassischen Deutungsmethoden anwenden. Ich freue mich, wenn Sie am Ball bleiben und ich freue mich, wenn Sie wieder reinschauen. Sie können sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Wenn Sie die Glocke dazu drücken, werden Sie über neue Videos, neue Deutungsmethoden immer sofort informiert. Und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie ein Gefällt mir klicken. Davon lebt der ganze Kanal. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Mal.